Am 2. August wurde die 20. Auflage des Ischgl Iron Bike ausgetragen. Seit 2 Jahrzehnten übt die 79 Kilometer lange Strecke über 3820 Höhenmeter eine unwiderstehliche Faszination auf die Topstars der Szene und ambitionierte Hobbybiker gleichermaßen aus. Insgesamt 750 Mountainbiker kämpften auf 3 unterschiedlichen Strecken um das Gesamtpreisgeld von 21.140 Euro. Der Ischgl Iron Bike ist damit der höchst dotierte Mountainbike-Marathon Europas. Das ist aber nicht die einzige Motivation für eine Teilnahme. Ja, ist sicher eines der härtesten Rennen, das es gibt. Hier ins Ziel zu fahren ist immer extrem speziell, vor allem, wie gesagt, wenn man natürlich erfolgreich ist, dann macht es umso mehr Spaß und das ist sicher der Anreiz, dass ich hier bin. Der Anreiz dürfte ausreichend gewesen sein. Schaffte Urs Huber doch den Sieg auf der langen Strecke mit einer Zeit von 3 Stunden, 53 Minuten und 36 Sekunden. Also ich bin zufrieden, ich habe mein Tagesziel erreicht und super happy. Urs Huber lieferte sich während dem gesamten Ironbike ein spannendes Duell mit Markus Kaufmann. Highlights war ganz klar die Zieleinfahrt. Ja, Schwierigkeiten in dem Sinne gab es eigentlich nicht. Ich habe gewusst, dass die 2 langen Berge sehr hart werden. Ich bin am ersten Berg dann zusammen mit Markus weggefahren und wir haben beide gemerkt, wir sind ungefähr gleich stark. Aber ich habe gewusst, ich bin der bessere Abfahrer. Habe drum in der Abfahrt nach Samnaun ziemlich Gas gegeben und glaube 1,40 Vorsprung gehabt vor dem zweiten Aufstieg. Und habe gewusst, jetzt schön Rhythmus fahren. Das Ziel ist einfach wieder als Erster auf dem Palinkopf sein, egal wie groß der Vorsprung ist. Und dann soll es eigentlich reichen. Und Markus hat natürlich gewusst, dass er die Lücke schließen muss. Ist dann vielleicht ein bisschen zu schnell in den Aufstieg, ist schnell näher gekommen, aber oben hatte ich noch 10, 15 Sekunden Vorsprung und das hat dann gereicht am Schluss. Für Markus Kaufmann reichte es immerhin für den 2. Platz. Ja, nach der Transalp letzte Woche war es heute nicht so einfach. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass ich jetzt hinten raus vielleicht eingehe ein bisschen. Aber ich habe von Anfang an sehr gute Beine gehabt, konnte mich mit dem Urs Huber zusammen absetzen. Und habe leider in der Abfahrt ein bisschen den Rückstand kassiert. Aber am Ende Platz 2 ist perfekt für mich, bin sehr zufrieden. Bei den Damen siegte Esther Süß mit einer Zeit von 4 Stunden, 49 Minuten und 7 Sekunden. Hätte sie mit einem Sieg gerechnet? Nein, ich habe keine Ahnung gehabt, wie lange ich haben werde. Und ich bin einfach gefahren. Ich hatte auch keine Ahnung, wie weit ich vorne bin. Keine Ahnung, ich bin einfach mein Tempo gefahren und habe gedacht, das durchfahren und nicht überdrehen und wirklich ja, das gut einteilen für diese 2 Berge. Die 20. Auflage des Ischgl Iron Bike ist Geschichte. Worauf sind die Veranstalter rückblickend auf 2 Jahrzehnte besonders stolz? Ja, eigentlich auf die Entwicklung der Teilnehmerzahl, wie wir uns einfach das Rennen, wie wir uns etabliert haben. Das super Feedback jedes Jahr von den Teilnehmern. Wir versuchen auch jedes Jahr noch perfekter oder noch besser zu werden. Und ich glaube, wir sind am richtigen Weg. Ich kann mich noch erinnern, wie wir damals angefangen haben, 1994, mit ca. 200 Startern. Damals hat es nur eine Strecke gegeben, also nur einmal Ischgl Samnaun und wieder zurück. Über 45 Kilometer und es hat sich einfach in den 20 Jahren jedes Jahr eigentlich was getan und ich glaube, es ist ein würdiges Jubiläum heuer. Zum Ironbike gehört seit Jahren auch der Ischgl Palio. Ich finde einfach, das ist ein super spektakuläres Rennformat, mitten durchs Ortszentrum, Sprint, kurze Strecke, taugt den Zuschauern einfach, spektakulärer Kurs. Gestern haben wir wieder die Treppe dabei gehabt und ich glaube, die Zuschauer, denen gefällt sowas einfach. Oder da sind sie hautnah am Geschehen. Bei so einem Marathon, wie es halt heute ist, da sieht man sie kurz am Start, dann muss man ins Gelände und dann sieht man sie wieder im Ziel. Aber gestern, da ist der Zuschauer einfach hautnah dabei, sieht sie die ganze Zeit durchfahren, sieht, wie sie sprinten, weil ich sage jetzt, bei so einem großen Marathon gibt es selten einmal einen Zielsprint und gestern ist halt nur gesprintet worden und das ist schon sehr spektakulär. Spektakuläre Ironbike-Impressionen für Biker und Publikum gibt es auf alle Fälle wieder im Sommer 2015.